Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen zu einem kleinen Commentary von GTA 5. Und heute gibt es wieder ein Commentary über ein sehr interessantes Thema. Und dieses Thema ist ja eigentlich ein Tabuthema in der Gesellschaft. Und zwar, es geht eigentlich um außerirdisches Leben und um den tragischen Flugzeug- oder UFO-Absturz von Roswell, New Mexico. Vor vielen, vielen Jahren soll angeblich ein unbekanntes Flugobjekt abgestürzt sein. UFO bedeutet ja eigentlich nichts anderes als unbekanntes Flugobjekt. Das bedeutet, es kann theoretisch auch etwas anderes sein. Aber wenn wir uns jetzt mal die Augenzeugen ansehen, dann werden wir ganz schnell schnell auf eins klar. Damals stürzte kein UFO ab, sondern es stürzte eher besser gesagt ein Wetterballon ab mit ganz brisantem Material. Solch ein brisantes Material, das glaubt ihr gar nicht. Damals wurden sogenannte Spionagekörper in die Atmosphäre hochgeschickt. Also so riesige Wetterballons, die Daten aus dem Weltall empfangen konnten. Und damals stürzte auch dieser ganz besondere Wetterballon ab. Ein Wetterballon, der anders war als die anderen Wetterballons. Weil er hatte eine Datei empfangen, eine Datei aus einer ganz bestimmten Region, viele Billionen Lichtjahre entfernt. Dort, wo es kein Leben geben durfte, kam ein Signal her. Das haben wir nämlich von einem der wichtigsten Augenzeugen, und zwar der, der bei diesem Projekt mitgearbeitet hat. Das bedeutet, die Geschichte des UFOs ist falsch, aber jetzt kommen wir wiederum auf dieses Signal. Dieses Signal, was empfangen wurde, kommt aus einer ganz besonderen Region. Es ist menschlich, besser gesagt, es ist nicht irgendwie natürlich entstanden. So, das ist natürlich echt mal ein Schock für mich gewesen, weil es dieses Signal tatsächlich gibt. Da muss man wirklich sehr lange durchforsten und man findet wirklich viele Fake-Seiten. Das ist natürlich bei so einem Thema wie unbekanntes Flugobjekt ja sowieso, dass da Bilder gezeigt werden, die total falsch sind, von einer Krankenschwester, die es gar nicht gibt und so weiter. So sieht das nämlich aus. Also gut, was machen wir heute? Haare schneiden? Na danke, ich bleib lieber so gammelig. Mein Auto waschen? Nö, das lasse ich lieber. Ja, das war jetzt eigentlich die wahre Geschichte. Unbekannte Flugobjekte. Das ist auch ein ganz besonderes Thema, ob es sie auch wirklich gibt. Es ist eigentlich mit einem Jein zu beantworten. Ja gut, es gibt unbekannte Flugobjekte, aber ob es wirklich außerirdische Fahrzeuge gibt, die bei uns rumschwirren? Die Möglichkeit besteht. Und zwar gibt es die wichtigsten Augenzeugen, und zwar sind es die Piloten. Die haben Dinge schon gesehen, wo man glaubt, das kann nicht sein. Dinge, die so schrecklich sind, die ich euch wirklich jetzt hier nicht erzählen will. Aber wer jetzt keine Nerven hat, der sollte jetzt auf jeden Fall umschalten. Es war eines Tages, es war ein Flug von Amerika nach New York City, von Amerika nach Frankfurt. Das Flugzeug flog in einer Höhe von 10 Kilometer über den Atlantik. Plötzlich sehen die zwei Piloten am Steuer eine riesige Scheibe unter sich. Unglaublich schnell. 1500 Stundenkilometer schnell. Es bewegt sich vor, zurück und durch. Diese Piloten erzählen das natürlich auch sofort dem sogenannten Tower. So, die sehen natürlich nichts auf dem Radar. So,
die Piloten sind natürlich erstmal gebrandmarkt für ihr ganzes Leben, weil die für verrückt gelten. Ne? Und diese Geschichte gab es tatsächlich von diesen Piloten. Und es gibt noch viel mehr Piloten von Passagiermaschinen. Viele Piloten sagen auch nicht, dass es sowas gibt und so weiter. Das ist meinen Augen der größte Beweis. Aber es könnten nicht Außerirdische sein. Es könnten auch, ja, es hört sich verrückt an, es könnte auch eine Zeitmaschine sein. Oder Zeitreisende. Ich kann es euch nicht erklären, Leute. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann können wir auf jeden Fall ein bisschen diskutieren hier und so weiter. Dieses ganz spezielle Thema, wo man natürlich nicht darüber redet. Aber es gibt natürlich. Nein! Du bleibst jetzt mal hier. Ich habe dir doch gar nichts getan. Ja, das war's eigentlich wieder von Let's Play Together GTA 5. Together ist es ja gar nicht, habe ich ja schon mal gesagt. Sondern ein Commentary über das Thema UFO, unbekannte Flugobjekte. Ich glaube, ich werde ab sofort nur noch GTA als Kommentierfunktion benutzen. Ist doch ganz klasse hier. Wunderbar. Super. Da haben wir noch einen kleinen Kojoten, den wir uns vorschnappen und so weiter. Ganz toll. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Schreibt fleißig Kommentare. Bis dann. Ciao.